Willkommen zurück zu Ahead in Time! Ich habe ein bisschen die Lautstärke hochgedreht, jetzt sollte man alles hier ein bisschen besser verstehen können. So, und für die Leute, die das Tutorial verpasst haben, kein Ding. Wir sind hier in einem Raumschiff als unser kleines Head Girl mit unserem neuen schicken Hut, mit dem wir dashen können, wie ihr sehen könnt. So, und wir haben zwei der Hourglasses, die wir verloren haben, zurückgebracht. Und, ja, außerdem ist jetzt ist das Mustache Girl jetzt bei uns in unserer Base. Sind jetzt Freunde. Sie hat was zu erzählen. Are you ready to take down some Mafia? Let's do it. I'm psyched. I'm psyched. Let's go up the plan. All assaults need a good plan, or it'll be a flop. Die Musik! Das ist ja fast 1 zu 1 aus Donkey Kong 64. Die Blaupausen. Das ist ja richtig geil. Ich liebe diese ganzen Callbacks, vor allem in der Musik. Letzte Folge hatten wir den Homebrew-Theme. Hier haben wir jetzt Donkey Kong 64. Ich liebe es. First we strangle them, choke them and watch them beg for mercy. That'll show them. Yeah. No, wait. Strangling is too kind. We smash them together into dust and put their remains in a jar. Ein Gehirn in einem Glas? Da bin ich dabei. Then we sell the jar for pocket money. That'll be the ultimate salt in the wound. Mustache Girl ist ein bisschen crazy, oder? But first we have to make it through their Mafia HQ. The bat! Probably smelled. Aber ganz links sehen wir hat eine der Hourglasses, der Zeituhren. Once we find and dethrone the Mafia boss, the rest will follow. Then our Mushroom Jar Party will be no problem. We've got to get you geared up. Your hat is basic. Oha. We don't do basic in this gang. Ich habe einen neuen Hut, ja. Mein Zylinder habe ich weggelegt für diesen freshen neuen Hut. Und der ist immer noch zu basic? Da haben wir was Besseres vor, Mustache Girl. Yarn can be found around Mafia Town and used to stitch new hats if you're crafty. I've collected one for you. Oh, danke. Yeah! Dieses Garn sieht bereits im Sprinten aus. Da hast du diesen Hut schon, aber bekommst trotzdem einen Garn. Okay. You need more yarn for some hats than others. I guess being creative isn't free. So keep an eye out for yarn. Alright. Now you're a killing machine. Let's go get them. Yeah! Thumbs up! Auch für euch, Leute. Thumbs up da lassen, wenn es euch hier gefällt. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Hier nochmal Homebrew für die es verpasst haben. Ah, wunderschön. Ah, das ist für die DLCs. Ah, okay, dann machen wir das als ganz letztes, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Wenn wir 25, also mehr als die Hälfte freigeschaltet haben, können wir hier hoch zum Elevator. Es gibt insgesamt 40, die können wir alle hier raus. Aber leider können wir da nicht rein und wie bei Dagobert Duck in das Geld reinschwimmen. Leider geht das hier nicht. Hier können wir Level Select. Das ist Online-Multiplayer. 4, da können wir hier in den Filmstudio oder was auch immer das ist. Das hier, keine Ahnung. Das geht irgendwie noch gar nicht. So. Und hier für 14. Na gut. Wir wissen unser Goal. Wir machen einfach mit dem nächsten Level weiter, würde ich sagen. Ich mag das Movement, das ist ganz lustig. Jum. Weiter geht's, nämlich nachdem wir Faustkampf gemacht haben. Was auch immer. Akt 3! Sie kam aus dem All! Was ein gruseliges Bild. Das sollen nämlich wir sein und wir machen denen jetzt Angst. Ich bezahle niemand Steuern! Oder so. Der hat Angst vor uns. Wow. Oh, süß. Dieses Raincoat. Oh, süß. Little girl see thing over there? Ja. Mafia wonder if there is way to get. But Mafia no time to search for entrance if Mafia need to stare. Okay. Ich kann. Das Sound. Juhu! Die Ding. Ich kann den Hut wechseln, wenn ich will. Also so ein Quick Change. Heißt das mit dem Hut. Ah! Okay. Mit dem Zylinderhut weiß ich immer, wo mein Objective ist. Wo ich lang muss. Aber mit dem Hut bin ich halt schnell am Sprint. Nee, was? Nee.
Doch, okay, doch, war richtig. Mit dem Hut kann ich aber sprinten. Was gibt dir bei dir? Okay, du bist einfach ein ganz normaler. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte nur ausprobieren. Aber das ist echt chillig. Ich mag Regen. Ne? Und so eine Regenatmosphäre hier gefällt mir. Gefällt mir sehr. Aber leider haben wir noch kein Item, um da oben hinzukommen. Sieht aus wie so. Subway Surfer, diese Raketen-Power-Ups. Kannst du da hochfliegen? Das ist das Erste, woran ich denken musste. Frag mich nicht, wie komisch. Aber ja, gut. Und wie gesagt, ich versuche 100% zu machen. Wenn es denn auch einfach möglich ist. Können schwimmen. Okay. Hör, was? Okay, achso, ich kann ihn schlagen. Aber nein, ich will ihn schlagen. Hab mir nichts getan. Das ist ganz nett. Noch. Na gut. Die Läden sind leider alle nicht offen. Hey! Aua! Hä? Was ist mit mir denn los? Wie sehe ich aus? Schnell ins Wasser. Ah, schon viel besser. Ich habe bei jeder Folge, bei jedem Level, habe ich direkt irgendwelche Flashbacks zu Mario Sunshine und Galaxy. Vor allem die beiden. Hey! Bleib mal hier! Ich wollte dich direkt töten! Also, Headkid, muss doch nicht gleich alle töten mit deinem Umbrella. Aber wir sind mehrere von denen. Bam! Die geben uns auch immer wieder Dinger zum Sammeln. Okay, scheinbar müssen wir nicht alle sammeln. Weil die respawnen ja auch. Oh no. Ja? Hä? Wie komme ich denn da rüber? Ich brauche irgendeine Eisfähigkeit, glaube ich. Was? Cool Dude. Should totally give him your... Was ist das? Your fish. Ah ja. Der Typ will also deine Fische klauen. Mafia. Of Cooks. Number one at everything. Oh Gott. Ich kann mich hier wirklich viel umschauen. Oh, er erinnert sich noch an mich. Oh, nee, den will ich töten. Der erinnert sich noch an mich, wie ich ihn in den Hintern versohlt habe. Was kann ich denn hier machen? Der Laden ist geschlossen. Naja, mit dieser kleinen Ordnung. Ist auch kein Wunder. Entschuldigung. Ist auch kein Wunder, dass es geschlossen ist. Aha. Aua, natürlich brenne ich. Ey, wach mal auf. Okay, bringt nichts. Hier kann man sich wirklich sehr viel umschauen. Aber ansonsten ist es hier immer noch die gleiche Area. Wir gehen nur immer einen Schritt weiter. Na gut. Wir wollen natürlich auch unser Objective completen. Deshalb machen wir erstmal weiter. Hier ist ein Geschenk. Dieser Schatz könnte zu anderen Schätzen passen. Essen? Was? Was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Naja, gehen wir erstmal weiter. Wie ich es bereits schon gesagt habe. Kann ich hier rein? Ja, ja. Nee, oder? Wieso hat er Angst? Ach so, weil ich so aussehe. Ah, warte mal. Jetzt haben die keine Angst mehr vor mir. Nee. Little Girls Mafia Wondering. Ja, gibt es hier einen Weg reinzukommen? Bestimmt. Von hinten vielleicht. Da ist eine Tür, die so barrikadiert ist. Das kann sein. Seafood is best. Naja. Wenn du meinst. Hier sind ganz viele Blätter. Machen aber nichts. Hängen nur in der Luft rum. Sollen sie doch. Süßer Hut, Kumpel. Süßer Hut. Und du auch. Ich verprüge sie einfach, wenn sie einen coolen Hut haben. Ja, ich bin neidisch. Ja, so sieht's aus. Hier mein Herz. Fling. Dieser Zelda-Soundeffekt. Da steht irgendwas. Lass mich mal da hoch. Bin ich da hoch? Nee. Hooked. Child's not allowed in Black Market. Oh. Black Market? Und hier ist Mustache Girl eingraviert. Okay, hier ist das Black Market. Vielleicht kommen wir da mal später rein. Vielleicht können wir uns da später verkleiden als einer von denen. Und dann kommen wir da rein. Das wäre lustig. Na gut, aufpassen. Und weitermachen. Oh Gott, hier gibt es da wirklich so viel zu erkunden. Ich hoffe, das stört nicht. Ich meine, das ist halt ein Collect davon. Da erkundet man halt. Ich glaube, ich bin einfach nur eine andere Route jetzt darüber gegangen, oder? Ich glaube, das ist hier einfach das Gleiche. Richtig?
That darn seagull over there took my camera. I would have gone and done a belly dive over there. Belly dive? Hm? Okay, ich kann so einen Hechtsprung machen. Aber ich glaube, da fehlt mir trotzdem noch irgendwas. Business, irgendwas. Hm? Ja, die schlafen hier. Die sind mir jetzt egal. Hm? Ich kann hier einen Eimer mitnehmen. Heißt so, kann ich nicht an einem. Oh, okay, dann nicht. Ich wollte hier meinen Eimer andrehen. Ups, oh, ekelhaft. Bisschen Wasser reinsammeln im Eimer. Ist jetzt Wasser drin? Ist ja voll unlogisch, wenn nicht. Na, lass mal liegen. Muss ja hoch. Oh, 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 was zum. Wie schnell? Wieso kann das nicht jeder im Videospielcharakter? Also jetzt mal ohne Witz. Mario und Link können sich da eine Scheibe voll abschneiden. Oh Mann. Boing. Dang, dang, dang. 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 Das war's. Darf ich hin? Geschafft. Noch ein Garn. Den Hut habe ich zwar schon, aber ich krieg trotzdem einen Garn. Ob das gut ist? Weiß ich nicht. Ich denke mal. Wir sind auf dem Schiff. Die Musik ist echt entspannt, ne? Echt chillig. Ist auf jeden Fall sowas, das würde ich im Hintergrund anhören. Es gibt so richtig entspannte Atmosphäre, entspannte Vibes. A like. Das gibt ein Like, ich hoffe auch von euch gibt es da ein Like. Boing. So, machen wir weiter. Im Klartext. Ich muss da hoch. Vielleicht da bitte hoch. Na, ist auch nicht schlimm, wir können ja Super Speed climben. Ich habe leider gesehen, hier ist noch was, wir verpasst haben. Immer alles sammeln, Freunde. Das ist ein Collect davor. Das muss sein. Bam. Nee, da spring ich jetzt nicht nochmal runter. Auf keinen Fall. Das muss jetzt auch nicht sein. Nur damit ich alle Ballons platze. Nee. Wo müssen wir eigentlich hin? Zeig mal. Okay, wir sind schon fast da, glaube ich. Bist du noch ein bisschen weiter hoch. Aber... Ach, verdammt. Hier gibt es noch ein bisschen was zu tun. Wie es scheint. Die greift mich immer noch an, obwohl ich jetzt so aussehe wie die. Okay. Ding dong. Ha. Ha. Hä? Was? Hä? Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von der Kamera und der Steuerung. Geh mal da runter, du nervst. Ich glaube, die kann man auch killen. Aber wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein. Und wie stehst du eigentlich, Bro? Das ist illegal. Hallo. Sollte doch. Ja, du auch übrigens. Aua! Mano, sind so gemein. Blöden Minis. Ich verschwinde hier. Ich mag euch nicht. Ihr seid doof. Doofe Mafia. Ich mag die Mafia hier nicht. Mafia ist die Owl mit Science Code. Mafia fragt, du machst Science? Owl sagt Worte, die Mafia nicht verstehen. Mafia punch confusing Owl. Und dann heult er. Okay. Ah, da müssen wir hoch, okay. Da müssen wir hoch. Hier gibt's nichts? Nee. Oh Gott, nein. Da ist auch noch so viel. Lass ich erstmal liegen. Bestimmt können wir das auch später noch alles machen, oder? Er redet mit mir. Mafia live here for 1000 years. Mafia no remember what place looked like before Mafia. Was? Okay. Wieso sind die Mafia... Mit jedem Charakter wie gleich aus. Jeder Mafia-Charakter ist einfach derselbe Dude gefühlt. Auch mit der gleichen Stimme und alles. Was ist denn da? Ups. It's slimy space alien. Mafia is a spaceship. Mafia knew all along. Mafia is being invaded by aliens. Ah! Richtig. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Was? Ey, ihr rennt weg! Mit meiner Uhr! Das geht so aber nicht, Kumpel! Komm ich denn da rüber? Okay, ich versuch's. Ja! Das geht! Wow! Wie weite Distanzen kann ich denn bitte überspringen? Ah, das ist ein Garn! Der ist mir worth it. Ich brauch den Garn. Was? Ich darf nicht? Okay.
Ihr habt es gerade selber mitbekommen, ich darf nicht. Jumpscare. Ah! Hey, ich denke, ich bin der Einzige, der klettern kann, ja? Ich kann auch klettern. Na, ich kann ein bisschen klettern. Na gut, ich komme da schon noch hoch, keine Sorge. Hey-ya! Wir sind ein Monster! Aua! Mario Speedrun gebongt, nicht gut. Aber guckt ihr euch auch so Mario Speedruns manchmal an? Ist immer lustig, wenn sich jemand bongt und dann reset. Da ist er! Hey! Come back! You big monkey! Leave Mafia alone, you monster! Here, if Mafia give you this, will you go away? Okay. Aber bevor ich jetzt nehme, gibt's hier noch irgendwas drumherum? Nee. Okay. Wow, wow, wow. Da haben wir unser drittes. Yay! Für die Leute, die nicht wissen, wie das Spiel heißt Ahead in Time. Das da drunter ist der DLC, zu dem kommen wir noch. Vielleicht schneide ich die auch raus, das weiß ich jetzt noch nicht. Oh, okay. Mustache Girl, wie geht's weiter? Okay, noch keine neuen Ideen, keine neuen Pläne. Wir machen einfach weiter, sagt sie. Okay. Können wir machen. Hab ich nichts gegen. Los geht's. Mit Kapitel 4. Okay. Nieder mit den Mafias! Der macht mir Angst. Mit seinem großen, riesigen Zylinder, den ich nicht habe. Noch nicht. Ach, da kommen wir jetzt hoch? Aha. Yeah! Ich würde ja vorschlagen, dass ich erstmal die Story alles mache und wenn wir mit einer Welt durch sind, kann ich ja nochmal alles in der Welt erkunden. Oder ich mache das Erkunden ganz am Ende, wenn wir alles, alle Abilities oder so haben. Aber ich würde sagen, damit wir die Folgen nicht zu lang machen, weil jetzt habe ich für ein Level schon knapp 20 Minuten gebraucht, mache ich alles so, wie das Spiel es von mir verlangt. Whee! Wie diese roten Kanonen im Sunshine. Alright. Jo, kein Ding. Was machen die da mit dir? Es geht gar nicht, ey. Das hat einmal Mädchen mal in Ruhe. Idioten. Wen beschmeißt ihr mit einer blöden Dose? Hat irgendwas gesagt. Ich weiß leider nicht was. Sind wir direkt weggeskippt worden. Zum Grund. Go away, please. Na los, es ist Showtime. Okay. Ich lieg da einfach. Bam, bam, bam. Ja, okay, das haben wir schon gesehen. Wir wissen, worum es geht. Oh nein. Glücksspiel. Casino. Und Küche. Darf nicht vergessen werden. Theater. Ey, da hat meine Uhr. Tetris. Tetris. Nee, ihr seid doof. Yeah, ich hoffe, ihr verschwendet euer ganzes Geld. Ich hoffe, ihr seid glücksspielsüchtig. Nee. If small child get gambling problem, it's her own fault. These roulette tables purely for looks. No gambling here. Oh, das sind einfach nur Tische. Die sehen nur so aus wie Glücksspiel, aber es sind nur Tische. Okay. Na gut. Bam. Na, wenn das so ist. You should leave. This is no place for a little girl. Most places not for a child, but especially here. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Das macht mir Angst, das glitscht total rum. Gucken wir uns gleich an. Ah, sorry, die reden nur. Tschüss. Tschüss. Ich gehe nicht nach Hause. Ich bin hier geboren. Okay, das war eine Lüge. Aber trotzdem. Dieses SpongeBob-Meme. Den lasse ich in Ruhe.
Es schüttet draußen immer noch. Von hier aus ist der Regen aber viel schöner. Ja, alleine, Abfall. Boah, Headkid ist savage, du. Und so richtig. Whatever problem is, Mafia sure you can deal with it. You look like tenacious type, not leave problem alone. Other little girl run into kitchen, if you are looking for her. She look like unruly type, keep eye on her. Okay, wir sind aufpassen vom Mustache Girl. Sie ist die Unruhige. Bin mal gespannt, aber hier kann man hoch. Oh, Ratten! Hier sind Ratten! Die können wir zerstören. Die schubsen uns wahrscheinlich runter, wenn wir sie nicht zerstören. Und hier haben wir Essen? The Mafia are terrible at cooking. But fear not. Cooking Cad is here. I'll prepare the actual dinner up here. And swap the food before anybody eats the Mafia's cooking. I'm fairly certain someone would die if they ate the Mafia prepared food. Okay. Aber das sieht auch nicht besser aus. Einfach lebende Hummer. Die würde ich nicht essen, du. Hier. Nur für dich. Ach, bin ich nicht nett. Nee. Was ist denn hier? Hier ist irgendwas versteckt. Irgendwas müssen wir da draufstellen. Können wir Glücksspiel spielen? Einnahmiger Bandit? Nee. Natürlich nicht. Sonst Age-Rating direkt auf 18. Das können wir spielen. Es sieht so aus, als ob nur die Landeswährung genommen wird, aber du hast leider vergessen, bei der Wechselschule vorbeizuschauen. Verdammt! Doch kein Glücksspiel, verdammt! Und warum gehst du so rum? Hi there, young one. I am from a faraway land. I've seen every corner of the earth. And now I sell tiny pieces of my discoveries. Coole Font. You may call me the badge seller, for I sell and trade badges. I can provide you with strong abilities and upgrades to your hat. If you have money, of course. Ganz viele Pons? Ach, da Dinger sind Pons, okay. Erlaubt dir einen weiteren Anchecker auszurüsten? Zieht automatisch Gegenstände an dich ran? Der Regenschirm rettet dich vor großen Stürzen. Okay, kaufen wir mal den hier. Wie die Lumas. Yeah, ein Anstecknadel. Noch mehr? Ich will noch das hier. Zieht automatisch gegen dein Handy ran. Put a badge on it. Und das letzte können wir auch noch leisten. Regenschirm rettet sich vor großen Stürzen. Hört sich cool an. Jetzt wissen wir auch, wofür wir das Money sammeln sollen. Aber ich glaube, jeden einzelnen Cent zu sammeln ist auch nicht wichtig. Ah, lol, jetzt haben wir wirklich Sticker in unserem Hut. Also for real. Goodbye. You're scary. Okay. Cool. Nice. Bro, du. Schau dir mal seine Beine an. Es slidet einfach nur. Wie in Kokiri Village. Bro, darf ich bitte durch? Bro! Okay, ich darf nicht ins Theater. Kann ich vielleicht hier rein? Hier ist eine Luke, aber da kommen wir noch nicht durch. Warum die Immobility immer noch? Oh, hier können wir aber rein. Können ein bisschen Chaos stiften. Ah, hier ist die Küche! Haha. Erstmal alle kaputt schlagen. Ein bisschen umschauen. Hier können wir was machen. Das sieht wie die Mafia-Version eines 5-Sterne-Essens aus. Aber es riecht nicht danach. Du könntest vielleicht was davon probieren, aber du möchtest das nicht auf deinem Grabstein stehen haben. True, true. Go ahead, kid. Open this thing up and I'll keep guard here. Bitte schön, Mädel. Kein Problem, Mädel. Go ahead, kid. Open this thing. Wie soll ich das denn aufmachen? Wie hast du dir vorgestellt, dass ich das öffne? Ich brauche dafür einen großen, fetten Schlüssel. Habe ich einen? Nein? Haben die einen? Irgendwo? Hast du einen, Kumpel? Oder hat da irgendwas? Nee, das ist eine Zigarette. Aua! Nee, ich kann nichts machen.
Mach die Tür auf, während ich Wache stehe. Ja, das ist doof. Mir fehlt ein Schlüssel. Habe ich mich vielleicht nicht genug umgeschaut? Hier ist Geld. Aber dürfen wir es natürlich nicht nehmen. Sonst werden wir rausgekickt. Wo finden wir einen Schlüssel? Oben vielleicht? Habe ich oben noch über was übersehen? Komm ich nochmal nach oben. Ah, auf dem drauf springen. Und dann. So, jetzt bin ich wieder oben. Ich überlege gerade. Ist das hier oben noch? Sollen wir das Essen hier vielleicht? Ah, das ist ein Tipp. Ich glaube, wir sollen die lebenden Hummer mitnehmen. Und die dann dort vorne hinstellen. Sind sie dir abgelenkt vielleicht oder so? Ernsthaft? Kann ich nicht mal 64 irgendwie den Hasen durch die Tür irgendwie? So? Ja, es fliegt auf jeden Fall in der Luft. Das ist ein Schritt nach vorne. Moment. Da kann ich dann wirklich glitschen. Ah, ich werde direkt teleportiert. Und da. Ah, oh, das geht! Ja, yeah, Mario 4 Mario 64 Speedrunning zeigt sich, dass ich hier was drauf habe. Aber es bringt nichts. Oder habe ich es falsch verstanden? Das ist. Das, warte mal, das ist doch der Schlüssel! Ah, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Oh, das hat jetzt wirklich mehrere Minuten gedauert, um umzuschauen, was ich tun könnte. Ich glaube. Ist das richtig? Ja. Den haben wir sogar in der Hand. Können sogar damit schlagen, wie so ein Schwert. Cool, I like it. Ja, das ist hier der Schlüssel. Okay, da schneide ich für euch raus. Das hat zu lange gedauert. Trotzdem lustig, wie ich es geschafft habe, das Ding hier reinzubekommen. Das macht mich immer noch glücklich. Okay, auf damit! Oh, bin ich hier im Kühler? Oh nein. Ja, bin ich. Aber da oben ist ein Ausgang. Mit ein bisschen Platforming schafft man es auch hin. Aber ich will mal gucken, was es hier gibt. Aua. Was es hier gibt, wollte ich sagen. Ah, dann möchte ich den Jump wieder machen. Okay. Auch da. Heiß. Nee, es ist kalt. Girl, es ist kalt. Mann. Was habe ich eigentlich gerade gemacht für ein... Ah, ich habe den Stick reingedrückt. Warte mal. Habt ihr den Sound gehört? Oh mein Gott. Ja, das confirmed ist, dass die auf jeden Fall eine Partnerschaft hatten. Oh mein Gott. Das ist ja endgeil. Ich glaube, das Spiel muss ich auf jeden Fall, wenn ich es durch habe, nochmal online spielen. Auf jeden Fall. Ah, einfach nur springen. Nicht dashen. Du widerstehst dem Drang, einen Fischwitz zu machen. Du schaffst es, obwohl dir aber eine auf der Seezunge. Ja, nee. Nicht gut. Hör, was ist denn da drin? Oh, kochen, verrückten Mischmasch. Ich kann was hier machen mit den Garn jetzt, ne? Enough to snitch a hat. Oder stitch the hat. Auf Englisch aus irgendeinem Grund. Hexenhut! Oh, süß. Hexenhut! Koche verrückten Mischmasch. Oh, ich mag den Hut. Der sieht cool aus. Hä? Oh, ich bin Magier jetzt. Ah, jetzt kann ich so auch angreifen. Oh, das mag ich. Das gefällt mir. Das ist cool. Das Spiel macht richtig Bock. Zuerst... Ah! Warte mal. Teabagging! Okay, lass was. Checkpoint reached. Ist auch sehr gut, weil... Na, obwohl, ich lass noch. Ich lass noch ein bisschen. Hä? Oh, cool. Ein weiterer Garn. Das für Sprinten kriegt man sehr viele vom Sprinten Garn, aber warum auch immer. Haben wir halt schon. Da sitzt der. Und hier sind die anderen. Hi. Was haben wir denn hier? Secret? Also ich sehe nichts. Vielleicht ist ja ein Secret, aber ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Kamera. Wo muss ich lang? Okay, danke.
Chef Koch, Bibi, Mama Mia. Oh Gott, er hat mich erwartet. Heya! Traut euch! Noch mehr von euch? Dachte ich's mir. Ich behalte es mal warm und ready für den Einsatz.